Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Wundert euch nicht, falls ihr Autos oder sowas fahren hört. Ich habe gerade bei mir das Fenster auf, weil bei uns ist es bollenheiß. Gut, was wahrscheinlich an unserer Lage liegt. Gut, das dazu. Ich dachte, ich begebe mich heute mal oder versuche euch mal ein bisschen was zum Thema Stadtfeste, Festtage im Sinne von so kleine Zirkusse oder sowas zu erzählen. Und ja, dann am Ende vom Video kriegt ihr noch so ein kleines Update, wie es jetzt mit meinem Geburtstag aussieht. Und ja, das war's dann auch. Gut, ich fange an. Also, ich bin ja jemand, ich mag keinen Lärm, was an meinem Asperger liegt und an der total übertretenen Wahrnehmung. Und deswegen bin ich wirklich kein Fan von lauten, kreischenden Geräuschen. Aber ich liebe trotzdem unser Stadtfest. Also ganz ehrlich, ich liebe es, weil da gibt es Dinnete zu essen oder Crepe oder Zuckerwatte. Wobei Zuckerwatte ja so ein fieses Essen ist, weil egal wie man's macht, irgendwann klebt es immer an den Fingern. Aber ich habe da einen Geheimtrick, man darf nur nicht die Finger nass machen, dann klebt es nämlich überhaupt nicht. Das habe ich irgendwo mal gelesen und danach habe ich dann wirklich geschafft, eine Zuckerwatte, die nicht die ganze Zeit alles verpappt hat, zu haben. Ja, oder gebrannte Mandeln oder irgendwelche solche Sachen. Ich liebe das auf jeden Fall total. Bei uns gibt es auch die kleine Fressmeile. Da kannst du dich durch alle möglichen Essensdinger durchessen. Da gibt es Italienisch, da gibt es Milchwagen. Ich bin ja übrigens total der Milchsüchtige, also ich habe heute zu meiner Mutter erst gesagt, es gibt nur drei Dinge, also wenn es die drei Dinge auf der Welt nicht mehr geben würde, dann würde ich offiziell abhauen. Dann würde es mich nicht mehr geben. Und ja, die erste Sache ist Milch, die zweite ist Käse und die dritte ist Ketchup. Und ja, also wenn es das nicht mehr geben würde, würde es mich auch nicht mehr geben. Naja, eigentlich Tomaten, weil ich liebe ja auch passierte Tomaten oder Tomaten mit Stückchen und Pizza mit Tomatensauce. Okay, sagen wir Tomaten. Gut. Und auf jeden Fall freue ich mich schon riesig auf diese Fressmeile und da futtere ich mich dann auch immer am liebsten durch. Also wirklich, da bin ich der King im Mampfen. Und das ist auch immer super für meine Eltern und meine Mom vor allem, weil im Sommer hat man nie Lust, so richtig zu kochen. Und dann ist es wirklich so, dass wenn dann ja eine Möglichkeit ist, um sich da eine Alternative zu schaffen, ist das immer super. Der Nachteil ist natürlich, es ist wirklich unglaublich laut und es ist wirklich so, dass es nicht so ist, dass man so sagen kann, ja gut, jetzt ist es halt ein paar Stunden laut und dann ist es vorbei, sondern bis die Leute dann eben auch noch abgereist sind oder bis sie wieder weggehen oder bis eben wirklich Ruhe einkehrt, kann schon mal so zwischen... Ja, schon so bis 6 Uhr morgens gehen. Vorteil, ich schlafe zurzeit eh nicht vor den 12, also ja, Spätschlaferbonus. Aber ja, das ist natürlich der Nachteil. Aber so an und für sich finde ich es einfach wirklich toll und vor allem mag ich auch, dass wenn diese Feste nicht nur so einfach sind, um ein großes Besäufnis zu haben, sondern wenn sie wirklich so einen geschichtlichen Hintergrund haben oder wenn es dann so Umzüge gibt, oder wenn man eben so wirklich so auch Lieder dann von der Stadt singt. Und das finde ich einfach wirklich schön, weil dann habe ich irgendwie so das Gefühl, man feiert die Stadt, die Kultur. Und das finde ich einfach wirklich eine gute Sache. Und ja, also ich für meinen Teil, ich würde gerne noch andere Feste als unsere sehen, wie zum Beispiel das Rotenfest, das Seehasenfest, das Oktoberfest, das will ich auf jeden Fall mal sehen. Obwohl, ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen kulturellen Hintergrund gibt. Falls einer aus München ist und mir das erzählen könnte, wäre es echt voll cool. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wüsste es nämlich wirklich gerne, ob es da irgendeine Geschichte dahinter gibt. Ja, oder Venedig. Ich würde so gerne mal zum Karneval in Venedig gehen. Boah, das wollte ich schon immer mal. Dieses, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bestimmt total toll sein muss. Na gut, ich mag jetzt kein Fasching, aber das in Venedig, hat meine Mutter mir erklärt, ist anders. Die war da nämlich schon mal. Mit meinem Papst. War voll romantisch wohl. Gut, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich irgendwie mir das als Horror vorstelle. So Venedig, da ist ja überall diese riesigen
Bäche und Flüsse oder da fließt ja diese riesen Wasser Schleusen, Dings da durch, entschuldigt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das nennen soll, wo man dann mit den Booten richtig durchfahren kann. Und ja, das stelle ich mir nicht so toll vor, als jemand, der nicht so unbedingt der Wasserfan ist. Aber alles in allem möchte ich trotzdem mal gerne die Welt bereisen und mal verschiedene solche kleinen Feste miterleben. Und dann so viel wie möglich über diese Geschichten von den Festen rausfinden. Also, ja. Das ist eigentlich so einer meiner größten Träume. Aber momentan lasse ich mir damit noch Zeit und versuche erstmal, mich im Kleinen weiterzuentwickeln. Gut, jetzt bin ich irgendwie voll vom Thema abgekommen, habe ich das Gefühl, aber gut. Was ich auch riesig mag, sind Riesenräder. Ich finde die kreisende Bewegung halt toll. Ich gucke denen immer unglaublich gerne zu. Und da kann ich dann auch stundenlang stehen. Autoscooter hat mich vor vielen Jahren meine Freundin dazu angestiftet, das mal zu probieren. Und das war dann auch ganz lustig. Aber inzwischen schaffe ich es ja nicht mal mehr auf den Festplatz. Und deswegen kann ich mir das auch sparen. Und ja, früher war immer so dieses. War es immer für mich das Größte. Ich habe mich immer so riesig auf unser Stadtfest gefreut, weil es für mich irgendwie so dieses Highlight im Jahr war. Weil zum einen war es natürlich Stadtfest und zum anderen hatte ich natürlich in der Zeit, wo Stadtfest war, auch meistens Geburtstag oder drumherum. Und ja, da hat man dann immer sein Geburtstagsgeld gleich für irgendwelche Naschkram oder so rausschmeißen können. Entschuldige Opa, ich habe es, gebe es zu. Damals habe ich vom Sparen noch gar keine Ahnung gehabt. Ja, und das war einfach so richtig schön. Und ich finde, das Schönste ist für mich an so Stadtfesten, dass jeder so seine Chance hat, so neue Eindrücke aufzunehmen und es die schon trotzdem auch dieses gemeinschaftliche Erlebnis ist. Und ja, dass man auch dennoch irgendwie zusammen Zeit verbringt. Und man muss sich nicht alle kennen, aber wir feiern alle dasselbe Fest, aber haben alle neue und eigene Erinnerungen dran. Und das finde ich einfach was Tolles. Ja, der nächste Punkt, den ich euch ja noch erzählen wollte, war ein kleines Update zum Thema mein Geburtstag. Also momentan sieht so aus, dass wir bei mir zu Hause feiern. Also werde ich euch einen Vlog von mir zu Hause zeigen. Ist nicht unbedingt der Hammer, aber egal. Ich werde euch auf jeden Fall an meinem Geburtstag teilhaben lassen, so gut es geht. Ich werde, so gut ist, dann habe ich genug Akku da. Also das war nämlich an Ostern, glaube ich, mein Problem, dass mir irgendwann mitten in der Aufnahme der Akku weggesackt. Aber hier habe ich ja dann genug Akku. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall ein wenig mehr auf meinen Geburtstag als noch vor ein paar Tagen. Weil wir hatten wirklich total die Probleme mit der Vorbereitung, weil erst hieß es, wir feiern bei meinen Großeltern, dann hieß es, wir feiern auswärts, dann heißt es wieder bei Großeltern, dann wieder auswärts, dann wieder Großeltern, dann wieder auswärts, dann zu Hause, dann doch wieder bei Großeltern, dann wieder auswärts und so ging das dann über, glaube ich, 2 Wochen. Und jetzt hat meine Mom vorgestern ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, wir feiern jetzt auf jeden Fall bei deinen Großeltern Schluss, Ende aus. Und dann habe ich aber meinem Vater einen Brief geschrieben, dass ich die Gedanken nicht so toll finde, aber eigentlich wollte ich damit gar nichts erreichen. Ich wollte ihm einfach nur auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Und in der Zeit, wo er wach ist, bin ich eben meistens am Schlafen. Und wenn er dann am Schlafen ist, bin ich wieder wach. Und da habe ich gedacht, so schaffe ich es ihm am besten, die Nachricht zukommen zu lassen. Und ja, da hat mein Vater ein Machtwort gesprochen und jetzt feiern wir meinen Geburtstag zu Hause. Und das ist auch was Schönes. Gut. Das war es soweit von mir. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei meinem Blog voraussichtlich. Der kommt aber nicht vor dem 26. Könnte aber zwischen 26. und 28. kommt der. Dann auf jeden Fall sehen wir uns aber ganz sicher wieder am Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Habt viel Spaß und ja, ich wünsche euch was. Falls ihr irgendwelche Kommentare habt oder Anmerkungen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, toller Satz, wenn ihr Kommentare habt, schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt mir auch gerne eine Nachricht über Facebook oder Twitter. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an die bell.rietemeyer@outlook.com. Also dann, bis bald. Tschüss.